Was ist mein Geheimnis? Was macht mich so schnell? Also früher habe ich einfach schnell gesagt, ich habe keinen Fernseher. Und was ich damit eigentlich meine, ist, also eben auch dieses, es ist dein Leben, vergeude es nicht. Für mich, ich sage einfach, unsere Lebenszeit ist unser wertvollstes Gut. Und wir wissen einfach nicht, wie viel wir davon haben. Und deswegen, also ich schaue mir wirklich genau jede Minute, jede Sekunde an, was mache ich damit. Das heißt nicht, dass ich immer nur produktiv bin und Content produziere und so. Also natürlich bin ich genauso auch mal einfach faul und baumel mit der Seele. Aber ich achte sehr darauf, dass man mir meine Zeit nicht stiehlt. Also dass ich meine Zeit wirklich für das einsetze, wo ich auch im Rückblick dann sagen kann, das war eine schöne Zeit. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Sylvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Heute habe ich die liebe Maike Hohenwarter bei mir zu Gast und ich freue mich riesig. Eine umtriebige Österreicherin. Ich glaube, ich kenne fast niemanden, der so unterwegs ist, der so viel in ein Leben packt. Aber was ist dein Lebensthema? Live your full potential, gell? Und Maike, die ist vor allen Dingen als Online-Queen bekannt. So haben wir zwei uns ja auch kennengelernt, liebe Maike, weil du mir geholfen hast, meinen Kurs Bau dir deine Zukunft zu finalisieren, sodass das alles dann nach vorne gehen konnte. Und da kann ich mich gut dran erinnern, dass wir da gut zusammengearbeitet haben. Aber du bist nicht nur eben eine Online-Queen, du hast auch Bücher geschrieben, die so ganz anders klingen, ne? Weil es ist dein Leben, vergeude es nicht, ist, glaube ich, auch dein Lebensmotto. Haben wir gerade geredet, gell, dass ich gesagt habe, das, was du alles treibst, da bräuchte ich wahrscheinlich drei Leben für. Und ich finde es großartig, über 100 vermarkte Online-Kurse, 60.000 Teilnehmende. Respekt! Wie passt das alles in ein Leben rein, liebe Maike? Das frage ich mich auch immer. Was ist, na ganz im Ernst, was ist dein Geheimnis? Was ist es, was dich so fokussiert und so schnell macht? Ja, zuerst mal danke, es ist schön, dass ich da sein darf, liebe Silvia. Was ist mein Geheimnis, was macht mich so schnell? Also früher habe ich einfach schnell gesagt, ich habe keinen Fernseher. Was ich damit eigentlich meine, ist, also eben auch dieses, es ist dein Leben, vergeude es nicht. Für mich, ich sage einfach, unsere Lebenszeit ist unser wertvollstes Gut. Und wir wissen einfach nicht, wie viel wir davon haben. Und deswegen, also ich schaue mir wirklich genau jede Minute, jede Sekunde an, was mache ich damit. Das heißt nicht, dass ich immer nur produktiv bin und Content produziere und so. Also natürlich bin ich genauso auch mal einfach faul und baumel mit der Seele. Aber ich achte sehr darauf, dass man mir meine Zeit nicht stiehlt. Also dass ich meine Zeit wirklich für das einsetze, wo ich auch im Rückblick dann sagen kann, das war eine schöne Zeit. Das ist natürlich nicht immer nur einfach, aber ich bemühe mich sehr, dass das wirklich, wirklich, also da gehört natürlich auch Planung dazu, da gehört dann einfach auch, glaube ich, viel Gewohnheiten mit der Zeit dazu, dass man gewisse Dinge eben nicht tut. Also zum Beispiel mich wirst du nie erwischen, dass ich durch einen Social Media Feed scrolle. Ja? Das gibt's einfach nicht, da brauche ich auch nichts tun, da muss ich mich nicht zurückhalten oder irgendwelche Timer stellen, wie das manche Leute haben. Wenn, dann möchte ich die Leute echt erleben, dann treffe ich sie online oder offline und dann frage ich sie wirklich, wie es ihnen geht. Aber ich brauche keine Fotos von ihrem Essen, von ihren Hunden oder von ihrer Coffee Art oder was auch immer. Das interessiert mich nicht. Ich bin selber auf Social Media, ja, also ich habe Accounts, aber ja. Erstens einmal, heute habe ich den Luxus, dass das, was ich mache, einfach zum Großteil von anderen Leuten oder von diversen
Schedule Tools und so weiter produziert wird. Aber das würde mir nie einfallen, da jetzt viel Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also bei mir geht es ja sehr viel um Content, eben Online-Kurse, über 100, hast du gerade gesagt, Bücher, ja, vier, die draußen sind, einige, die gerade so, an denen ich gerade arbeite und so weiter. Also bei mir geht es sehr viel um Content und ich glaube, man muss sich sehr früh überlegen, bist du Content-Konsumentin oder bist du Content-Produzentin? Das ist natürlich keine Antwort, die du dir zu 100% geben musst. Ja, man darf natürlich irgendwo dazwischen sein. Aber ehrlich gesagt, die meisten Leute sind zu 100% nur Konsumenten von Content. Und in dem Moment, wo du selbstständig bist, ist natürlich sinnvoll, auch Content zu produzieren. Und dann sollte das halt einfach meines Erachtens nach, wenn du wirklich gesehen werden willst, wenn du wirklich Menschen berühren willst, sollte das halt in Richtung Content-Produzent oder Produzentin ausschlagen. Ja. Also das ist halt eine Sicht, die ich habe zum Beispiel auf das Social Media. Ich finde das, einen sehr guten Tipp, diese Entscheidung für sich zu treffen. Bin ich Content-Produzentin, also will ich was reingeben ins System oder will ich mehr was rausholen aus dem System? Das sind ja ganz unterschiedliche, vielleicht auch Bedürfnisse. Ne? Wenn ich gerade am Suchen bin und vielleicht gerade mein Leben vergeude, weil ich es eben noch nicht so recht drauf habe. Und da sind wir uns ja sehr nah. Also dein Buch macht mir richtig Spaß, weil es ja sehr nah an meinem Thema ja auch dran ist. Und ich habe schon gesagt, in dem steht sehr viel von dem, was in meinen Büchern auch steht. Aber ich glaube, nicht, weil wir jetzt großartig voneinander gewusst haben, sondern weil es diese Themen sind, um die es geht. Es geht halt mal um die Werte. Es geht mal darum, an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Was denke ich den ganzen Tag vor mich hin? Erzählt, es geht halt darum, eine gescheite Vision zu haben. Maike, was ist denn deine? Meine Vision? Ja, also ich war ja mal viele Jahre mal als Coach nicht so erfolgreich. Und ich glaube, also ich weiß, es geht vielen Coaches und Coachinnen so, ja, einfach weil es da draußen zwar gute Ausbildungen, es gibt sehr viele gute Ausbildungen, gibt, ja, aber die meisten zeigen dir halt nicht, wie du beruflich erfolgreich wirst. Und das lernst du halt verdammt nochmal nirgends. Das habe ich auch nicht gelernt. Ich hatte sogar auf meinem Tourismusmanagement College 2 Jahre Marketing. Aber das Marketing, das dort und an den meisten Schulen gelehrt wird, da geht's, das ist ja nicht das, was wir Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen brauchen. Das ist ja irgendwas Hochgestochenes. Ich weiß nicht einmal, ob es für große Firmen funktioniert, aber auf jeden Fall nicht für irgendeinen kleinen selbstständigen Coach. Ja. Und deswegen habe ich lange nicht gewusst, wie kann ich denn überhaupt die Welt wissen lassen von mir. Dann bin ich eben ins Online-Business gekommen und dann nach und nach habe ich das alles verstanden, wie Copywriting geht, wie man sich sichtbar macht und so weiter. Und ich sehe so viele Menschen da draußen, die tolle Ausbildungen haben, die wirklich diesen dringenden Wunsch haben, Menschen zu helfen und die dort sind, wo ich damals war, dass sie einfach nicht wissen, wie komme ich zu Kunden, wie kann ich irgendwo mein ganzes Coaching-Business so führen, dass ich davon auch wirklich leben kann. Und deswegen, meine große Vision ist, Menschen zu helfen, die Menschen helfen, damit sie mehr Menschen helfen können. Also wirklich so einen Ripple-Effekt, ja, oder ein Netz, ja, das ich anstoße, aber natürlich nicht alleine, das sind viele andere Menschen auch, aber wir zusammen sind eben ein Netzwerk, weil ich sehe ganz eindeutig, die Politik wird unsere Welt nicht zu einem besseren Ort machen. Ja? Das sind wir Selbstständige, das sind wir Coaches. Wir haben das Wissen, ja? weil letztendlich, wenn man sich egal diese bösen Agenturen da draußen in der Welt anschaut, Putin oder was auch immer, die stecken ja irgendwo fest in einem 3-Jährigen, in einem 5-Jährigen Kind. Die brauchen nur unsere Tools. Ja? Da geht es ja nur ums Ego, da geht es ja nur um Dinge, die sehr früh falsch gelaufen sind in deren Leben und vielleicht auch in ganzen Nationen. Ja? Und wir Coaches, wir wissen, wir haben diese Tools, wir wissen, wie man denen helfen kann. Und wenn man einfach dafür sorgt, dass mehr Menschen eben nicht irgendwo feststecken in einem früheren Ich, ja? dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Und deswegen finde ich es so wichtig, möglichst vielen Menschen zu helfen, die eben Menschen helfen. Ja. Ja, also sehr schön ausgedrückt und ich glaube, das braucht's. Und manchmal fragt man sich ja, es werden immer mehr Coaches, das gibt's ja gar nicht. Und das hat alles seinen Grund, ne? Weil wir gerade auf dieser Seite immer mehr Bedarf haben. Wir haben FOMO, wir haben VUCA, wir haben YOLO, name it. Also wir leben in einer wahnsinnig schnellen Welt, die Taktung ist ganz, ganz schnell und da ist es gut.
es ist gut, einen Begleiter an seiner Seite zu haben, der ihm hin und wieder mal sagt, ey, vergeude nicht dein Leben, sondern lebe dein Potenzial und da geht's lang. Lass mal weg. Weglassen ist sowieso immer eine gute Idee. Ja, bin ich lass ganz mal bei weg. Ja. Ja, nur wer loslässt, hat zwei Hände frei, heißt so schön. Und von daher, da ist schon ganz schön viel dran. Du hast vorher gerade kurz erwähnt, ja, bei mir war es jetzt auch nicht immer gleich schon so rosig. Was waren denn so deine drei wichtigsten Schritte zum Zukunftsbauer, sage ich jetzt mal? Ah, ja, also ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, immer, dass man sich selber ermächtigt. Ja? Also ich hab mal von einem internationalen Lehrer, bei dem ich jetzt schon Jahrzehnt mit dabei bin, der schreibt immer so Flipcharts, nennt er das, also einfach so kurze Notizen. Ja? Und eine davon war, how did I create this? Ja? Und das habe ich ganz viele Jahre so gegenüber von mir da an meinem Arbeitsplatz hängen gehabt. Ja? Weil dieses how did I create this? Ja? Egal, ob es gut ist oder schlecht ist, ich habe es kreiert. Ja? Und das ist einfach, das ermächtigt dich ganz, ganz stark, auch aus dieser Opferrolle rauszugehen. Ja? Weil in irgendeiner Form habe ich dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Ja? Und es gibt mir aber die Möglichkeit, immer wieder zu sagen, ich bin Kreateurin. Ich habe es gemacht, also kann ich auch was Neues machen, was Neues erschaffen. Also ich war also nur zudem, mir ist es ganz viele Jahre ganz, ganz schlecht gegangen, finanziell auch einfach. Also ich war alleinerziehende Mutter und ich war tief in der Zinseszinsfalle. Wir waren so klassische Immo-Finanzopfer. Deswegen haben wir uns viele Jahre nicht geschieden in einer Ehe, die nicht schön war, ja, und sind aus den Schulden nicht rauskommen, sondern immer mehr. Und letztendlich habe ich einfach gesagt, so, ich nehme jetzt die Schulden und ich nehme die Kinder. Und egal was ist, und mir haben viele Jahre die Leute gesagt, ja, dann geh doch in Privatkonkurs und solche Sachen. Und ich war aber damals auch schon Unternehmerin und ich habe sowas öfter erlebt, ja, dass Leute mir viel Geld geschuldet haben und dann habe ich irgendwann einen Zettel gekriegt, die sind jetzt in Privatkonkurs gegangen und ich bin auf der Liste auf Platz, was weiß ich was, 275, also Geld nie gesehen für meine Leistung und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Ich beiß mich da alleine durch. Ich gehe alleine durch. Also ich denke, das war so ein ganz wichtiger Schritt, eine ganz wichtige Entscheidung für mich. Vielleicht wäre es anders leichter geworden. Aber weißt du, das Lustige ist, heute sagen mir oft die Leute, du hast ein Glück gehabt, dass du so tief in der Scheiße gesessen bist, ja, weil du hast wirklich diesen, du hast das einfach, du hast das gebraucht, dass du Aktion ergreifen musst, ja. Mir geht's eh so lala, irgendwie funktioniert schon noch, ja. Deswegen habe ich nicht den Drive, den du entwickelt hast, weil du einfach da raus musstest, ja. Also das heißt, lustigerweise sind immer Leute neidig drum, dass es mir so schlecht gegangen ist. Also ich denke, das war sicher ein ganz wichtiger Punkt, wo ich einfach gesagt habe, nein, ich mache das nicht, ich hole mir jetzt nicht irgendwo den leichten Weg raus oder sowas, sondern ich zahle das alles, ja, ich muss mir einfach den Weg finden und ja, und das ist sicher der zweite Punkt, der Weg, den ich mal halt gefunden habe, war dann das Online-Business, ja, also das ich habe damals erlernt, also ursprünglich war ich im Tourismusmanagement, da bin ich schon mit 26 Hoteldirektorin gewesen, da ist mir gut gegangen und dann sind die Kinder gekommen, dann habe ich mich auch selbstständig gemacht in den ersten Jahren mit einem Lerncoaching-Institut, dann ist eben diese ganze Sache mit dem Kredit und so weiter gekommen und ich habe immer verzweifelt versucht, wie können mir Leute erfahren, dass es mein Lerncoaching-Institut gibt, wie können sie verstehen, dass Lerncoaching was ganz was anderes ist als Nachhilfe und habe viele verzweifelte Marketingversuche gemacht, also was ich nicht alles gemacht habe. Ich habe ja, ein Schaufenster gehabt in einer Passage, da habe ich Miete zahlt, wo andere Leute schon Gasonier drum kriegen. Ja. Ich habe Billboards, also das diese Leuchtboards und Gutscheinhefte, alles Mögliche hat man mir angedreht, hat mein gutes Geld genommen für schlechtes Marketing. Ja. Also ich habe Marketing einmal irgendwann gar nicht können und dann bin ich eben zum Online-Marketing gekommen und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es gleich verstanden habe, aber da hat's dann Klick gemacht, ja. Und da habe ich plötzlich Sachen ganz anders verstanden und vor allem eben nicht nur das Online-Marketing, sondern das Online-Business dazu. Also das Thema Online-Kurse, das ist mir zum Glück schon vor 12 Jahren begegnet ist mir noch vor längerer Zeit, aber vor 12 Jahren habe ich angefangen, das für mich umzusetzen. Und das war wirklich so ein richtiger Game-Changer. War auch nicht, dass ich über Nacht reich geworden bin, gell? Aber
plötzlich ist wieder was gegangen. Plötzlich, ich bin einmal aus der Zinseszinsfalle rausgekommen. Ich habe einmal überhaupt anfangen können, meine Schulden zu bedienen, so quasi. Ja. Also es war so, nach und nach hat sich da einfach so, so viel entwickelt. Ja. Also das, denke ich, ist wirklich ein wichtiger Schritt gewesen. Ja. Und wenn ich jetzt so einen dritten Schritt, würde ich sagen, es war ja trotzdem dann jahrelang, habe ich eigentlich schon gutes Geld verdient, aber ich habe noch immer so viel Schulden bedienen müssen, dass mir noch immer nicht gut gegangen ist. Und ich war noch immer so klein irgendwo, weißt du? Also ich habe mich einfach nicht groß gefühlt. Und da einfach wirklich zu sagen, ich gehe jetzt in meine volle Größe, das hat auch viel mit der Bühne zu tun gehabt. Also das war, wann war das? Ich glaube 2018 war das oder so. Da hat mich Femines angefragt, ob ich vor 500 Leuten reden möchte. Ja? Und ich habe so gesagt, nein, ich doch nicht. Ja? So irgendwo, ja, um Gottes Willen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja? Aber die haben mich angerufen und so quasi, du bist doch die Online-Kurs-Queen, das war ich ja damals schon alles, ja, aber alles online, ich habe mich nie gezeigt, auch auf Video ganz lang, dann habe ich mir gar nicht mehr auf Video zeigen getraut, ja, und dann kommen die und wollen, dass ich vor 500 Leuten rede, und ich habe damals, ich weiß es wie heute, ich habe nur gesagt, ich rufe gleich zurück, und dann habe ich nur so 5 Minuten in mir, ich hab mir wirklich quasi nur beim Bild auf die Bühne zu gehen, habe ich mir fast auf die Schuhe gekotzt, ja. Und gleichzeitig habe ich nur gewusst, ja, so da steht es ja auch, Live Your Full Potential. Ich habe nur gewusst, das sage ich immer. Ich habe dieses Buch damals auch schon geschrieben gehabt, ja, und so weiter. Ich kann nicht Nein sagen. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht Nein sagen. Und so habe ich 5 Minuten später angerufen und habe gesagt, ja, ich mach's. Und ich war einfach nur froh, dass ich ein halbes Jahr Zeit hatte. Ja. Ja. Ja, und ich habe dann dieses halbe Jahr immer nur gedacht, was mache ich jetzt, wer kann mir helfen, ja, und es war so, ich habe theoretisch, weiß ich, zu viele Sachen, viele, aber gewusst, theoretisch, aber da war diese riesengroße Angst, ja, und ich habe, also für mich war, ich habe mir Bühnencoaching natürlich genommen, aber ich bin einfach täglich dahin gegangen, warum verdammt nochmal hast du so viel Angst, auf der Bühne zu stehen? Und da sind viele Sachen in mir passiert, ja, also einfach, dass ich vor allem mal einfach gemerkt habe, dass für mich dieses sich wirklich zu zeigen, und das war es ja, das geht ja ganz viel um das in die Größe gehen, dass ich diese Angst vor Machtmissbrauch hatte, also irgendwo, dass ich sehe, dass so viele Leute eben ihre Bühnen nutzen, um ihre Macht und ihre Macht missbrauchen für ihr Ego. Also ich habe gemerkt, es war mir so wahnsinnig wichtig, in der Demut zu bleiben, ja? Wenn mir so viele Leute zuhören. Es waren aber auch natürlich andere Ego-Geschichten. Also einfach, da waren so viele Gedanken, ja, was ist, wenn es mich da länger nach hinhaut, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Und das habe ich nicht alles jetzt unbedingt beim ersten Mal rausgefunden, aber es sind dann immer mehr Bühnen gekommen. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich mich nicht auf mich fokussiere, umso weniger ich über mich nachdenke, desto mehr kann ich bei den anderen sein. Das ist so, ja. So, und wirklich von Nutzen sein. Ja? Und so ist dieser unsichtbare Vorhang, der eigentlich da war, diese Mauer, ja, zwischen dem, das bin ich und das sind die, ist immer mehr weggegangen. Ich habe immer mehr gemerkt, das sind ja nicht meine Feinde. Ja? Die wollen ja was von mir und ich will ja auch ihnen von Nutzen sein. Ja? Also ich denke, das ist natürlich jetzt wirklich, hat tatsächlich auf der Bühne stattgefunden. Das hat aber auch sehr viel übertragen stattgefunden, dass ich es wirklich angenommen habe, eine Führungsperson zu sein. Dass ich wirklich angenommen habe, Menschen wollen von mir geführt werden und ich möchte das tun und ich erlaube mir das, aber in voller Demut und in vollem Respekt, und ich möchte das nicht für mein Ego, sondern ich möchte von Nutzen sein. Also ich denke, das war nochmal so ein ganz wichtiger Schritt, wo ich mir erlaubt habe, in die Größe zu gehen und dadurch natürlich auch nochmal viel mehr Menschen angezogen habe, aber eben auch wirklich in Respekt. Ja. Also das war nochmal so ein wichtiger Punkt, denke ich. Ja. Das kann man sehr gut vorstellen. Also so ein bisschen erst Ja sagen, dann Schiss kriegen, gell, und dann rausfinden, was einem da alles so blockiert. Und ja. Du hast gerade was Schönes gesagt. Ich bin ja auch auf vielen Bühnen, und dieses Demut haben und dankbar zu sein, dass die anderen wirklich Lust haben, einem zuzuhören und die inspirieren dürfen oder mitnehmen dürfen. Das ist schon eine schöne Qualität, die es einfach braucht, in meinen Augen, die es auch braucht, wenn du guter Keynote-Speaker, gute Keynote-Speakerin oder Rednerin sein willst.
damit die Botschaft bei den anderen ankommt und eben nicht das Ego ständig bedient wird. Und den Ego-Rucksack, den stellt man am besten am Rande der Bühne ab, gell? Genau, der Ego-Rucksack, der ist gut, ja. Na, und weißt du, eben dieses Live Your Full Potential, das heißt ja für mich, immer wieder so Babyschritte raus aus der Komfortzone. Das war ein Riesenschritt aus der Komfortzone, weil für mich ist das einfach jeden Tag wieder so ein bisschen ins unbekannte Land, um noch neues Potenzial zu entdecken. Und ich habe mit diesem ganzen Bühnenthema, ich habe so stark gemerkt, also dort, wo die Angst ist, da ist einfach auch der größte Wachstum. Und deswegen habe ich mir Bühnen gesucht. Es war nicht so, dass ich dann einmal war und dann war ich frei. Ja? Und in gewisser Weise, ich habe heute noch einen sehr großen Respekt vor der Bühne. Ja? Aber die Angst ist nicht mehr so präsent. Jetzt kann ich spielen. Ja? Jetzt habe ich Spielbein frei so quasi. Ja? Aber ich habe diese Bühnen gesucht. Das war gar nicht so leicht, weil das dann eben kurz vor der Corona-Zeit eigentlich begonnen hat. Und ja, dann waren ja nicht so viele Bühnen. Aber wo es gegangen ist, ich habe sie gesucht. Ja? Ich habe auf sehr vielen experimentellen Sachen auch mitgemacht, wo wirklich alles Mögliche dann sein konnte, weil ich gemerkt habe, in die Angst reinzugehen, das lässt mich ganz schnell sehr wachsen. Ja. Durch die Angst hindurch sofort, ja, heißt genau. So schön. Ne? Genau, und gleich noch ein Spruch hinterher, ne? Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern trotz Angst zu gehen. Ne? Und das stimmt halt einfach wirklich, auch wenn es so ein Spruch ist. Und, aber es stimmt halt einfach, trotz Angst gehen, das ist Mut, nichts anderes. Das andere ist vielleicht Abenteuer. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja gut, jetzt bist du quasi die Online-Queen geworden, hast ein Portfolio, bist Autorin. Nach was sehnst du dich für die Zukunft, liebe Maike? Also, weißt du, für mich ist es lustig, ich sehe ganz viele Leute in meinem Alter, die schon die Jahre zur Pensionierung zählen. Und das ist sowas, was ich überhaupt nicht sehe. Also ich sehe überhaupt nicht, dass ich irgendwann einmal hoffentlich keine Arbeit mehr habe. Ganz im Gegenteil. Ja. Es darf vielleicht irgendwann ein bisschen weniger werden, ja, aber das tut es ja jetzt schon. Ich bin ja jetzt schon, meine Kinder sind erwachsen. Ja. Ich habe jetzt 1, 2, 3, ich habe diese finanziellen Sorgen nicht mehr. Ich reise sehr viel und wenn ich reise, dann, ja, es ist für mich trotzdem eine Mischung. Ja. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, so und jetzt passiert gar nichts. Ich habe den Laptop mit, ich arbeite 1, 2 Stunden, ich teile mir das immer ein. Manchmal habe ich auch vielleicht einen ganzen Arbeitstag, dafür bin ich auch viel länger unterwegs. Also wie gesagt, ich reise wirklich, wirklich viel und so darf es auch weitergehen und in meinem Kopf sind noch so viele Projekte, also das schaffe ich leider gar nicht in diesem einen Leben, das ist das große Problem. Deswegen auch da wieder Prioritäten setzen, ja, was sind denn die wichtigsten Themen, was möchte ich auf jeden Fall rausbringen noch, ja. Jetzt habe ich gerade vor kurzem die Nachricht bekommen, dass mein erstes Enkelkind unterwegs ist, ja, auch das ist Zukunft, ja, das ist Next Generation, das ist diese große Freude, ja. Und natürlich auch diese Frage, was möchte ich für eine Welt hinterlassen, meinen Kindern, meinen Enkelkindern und alles, was danach noch kommt, ja, und da finde ich, da ist jeder von uns irgendwie eigentlich total in der Pflicht. Und jeder, die Mutter Teresa hat immer gesagt, wenn jeder vor der eigenen Türe kehrt, dann ist die Welt ein sauberer Ort. Ja? Also was kann ich in meinem bescheidenen Maß beitragen? Und deswegen hoffe ich immer auch auf diesen Ripple-Effekt, dass ich auch andere Leute anstupse. Ja? Weil ich glaube, das größte Problem ist, dass wir uns so ohnmächtig fühlen. Ja? So quasi, was kann ich schon tun gegen all das, was in der Welt passiert? Ja? Und natürlich kann ich keine Kriege ich alleine aufhalten. Ja? Aber ich glaube sehr stark, dass auch eine neue Zeit ist. Also der Kevin Kelly, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist der Herausgeber von Wired Magazine und er ist ein Zukunftsforscher, der hat einen sehr, sehr schönen TED-Talk, ja? Und einen sehr mutmachenden TED-Talk auch, also weil er so sagt, wir haben so Angst, dass wir diese Probleme nicht bewältigen können. Aber jetzt denkt man mal zurück 50 Jahre, denkt man zurück 100 Jahre. Da hatten wir auch viele, viele Erfindungen noch nicht, die wir heute haben. Ja, er bringt viele Beispiele darüber, was man sich vor kurzem noch nicht vorstellen konnte, was zu bewältigen ist. Und deswegen dürfen wir auch diese Hoffnung und diesen Mut haben, dass mit neuen Problemen in der Zukunft auch neue Lösungen kommen. Ja.
Und natürlich auch ein neues Mindset. Ich glaube, das ist so wichtig. Ich glaube schon, also man kann sich das von vielen Aspekten anschauen. Ich bin jetzt nicht so astrologisch oder sonstiges bewandert, aber zum Beispiel, wenn man anschaut, Spiral Dynamics oder sowas, die Entwicklung von der Menschheit. Ja. Und ich glaube auch, dass viele Menschen an der Schwelle sind zu einem neuen Reifheitsgrad. Und was ich möchte Menschen anstupsen, ich möchte Menschen bewegen, rauszukommen, ja, und eben auch zu fragen, dieses How did I create this oder How can I create this, ja, also wie kann ich selber zum Kreateur werden, wie kann ich selber was tun, wie kann ich selber was bewegen, weil das Schlimmste ist, wenn wir uns so schwach fühlen und so hilflos und sagen, ja, was soll ich denn schon tun, ja, und dann schaut man sich Graswurzelbewegungen an, ja, und ich habe ja gerade, mein neuer Kurs ist ja auch die Community-Formel, ja, und genau um das geht es mir. Ja, Community, dieses Wort, das wird so missbraucht von Facebook-Gruppen und sonstiges, das ist alles keine Community. Ja. Das ist alles, das sind Bühnen für Egos, für Rampensäue, was weiß ich was, ja. Das ist keine Community. Ja. Und der Seth Godin hat ein Buch im Jahr 2008 geschrieben, das heißt Tribes. Und er hat sehr viele Bücher geschrieben, aber dieses Buch hat mich damals schon so beeindruckt. Und wenn man heute zurückdenkt, das ist ja wirklich jetzt schon lang her, 2008, der hat damals über die Entwicklung von Social Media geschrieben, da haben wir noch gar nicht gewusst, was wir da heute alles haben. Ja. Aber genau. Das Tribe, das ist halt einfach nur ein anderes Wort für Community, ein Volksstamm quasi. Und die Kernaussage, die er damals gemacht hat, die ist einfach die, dass es früher nur wenige Leute gegeben hat, die ein Volk, die einen Volksstamm, einen Community um sich versammeln konnten. Das waren halt so Herrscher, das waren halt irgendwelche kirchlichen Führer, das waren Leute mit viel Geld. Ja. Und was da war, das war dieses Hierarchische, so quasi so ich spreche, ich sitze auf meinem Thron und ich spreche zu meinem Volk. Ja. Und vielleicht habe ich auch mal eine Audienz gegeben und dann durfte das Volk halt auch so, ja, also, aber es war ganz klar so. Und was der Seth Godin damals schon in seinem Buch gesagt hat, Community ist so, ja. Community ist das Austausch untereinander. Und als ein Community Owner, also so hat es er nicht genannt, aber das ist heute, glaube ich, das Wort, also als Führer eines Stammes, als Führerin, ja. Führer ist im Deutschen nicht so schön, das Wort, ja. Aber was du machst, du öffnest Räume. Ja, also das heißt, und das hat er eben gesagt, das kann man mit den Social Media eben von 2008 auch schon, du kannst Räume öffnen, du kannst Menschen unter einem Dach versammeln, die gleiche Richtung gehen, die das gleiche Ziel haben, die gleiche Mission und die miteinander sich austauschen wollen. Und dann geht es plötzlich gar nicht um dich als Owner, als Führer, als Regentin oder was auch immer, sondern es geht, du öffnest nur den Raum. Und ich meine, für viele Coaches sagt auch das Wort Raum halten, ist etwas Energetisches auch. Du öffnest den Raum, du hältst den Raum, aber du bist gar nicht die Chefin da drinnen, ja, sondern du hast nur gesehen, da ist ein Bedarf von Menschen, die sich zu einem Thema treffen wollen und die miteinander sich austauschen wollen, die voneinander lernen wollen. Ja. Und das ist für mich Community. Also diese, ja, das Quer, ja. Das Untereinander. Und so öffne ich meine Communities. Und das Schöne, wir hören da draußen immer dieses wahnsinnig laute und ich habe 25.000 Follower und was weiß ich was. Und ehrlich gesagt, ich sehe es immer wieder, ich habe gestern erst eine Konversation dazu gehabt, du kannst da darum genau gar nichts kaufen. Ja? Du kannst es nämlich auch wirklich nicht monetarisieren, dass du viele Herzen kriegst und viele Sternteilen und was weiß ich was alles. Ja? Das ist nur was fürs Ego, das ist nur für die tägliche Dopaminzufuhr. Das lässt sich nie monetarisieren und deswegen sage ich, liebe Coaches, lasst euch doch nicht sowas einreden, dass ihr das braucht. Ja. Dieses Ganze, das macht so unglücklich, dieses ganze Social Media herumgepostet, nenne ich das. Ja. Dieses einfach viel hinausballern und dann kriegt man ein paar Herzen und ein paar Sterne. Das brauchst doch alles gar nicht als Coach. Ja. Du brauchst eine kleine, feine Community von Leuten, die dich kennen und schätzen und die du hoffentlich umgekehrt auch kennst und schätzt. Ja. Weil was da draußen stattfindet, das sind ja Schafhirten. Das ist ja, ja, ich habe so und so viele Schafe, ich habe so und so viele Schafe. Ja. Das sind alles Menschen. Ja. Und du brauchst nicht so viele Menschen, damit du wirklich ein gutes passives Einkommen generierst durch eine Community, die halt was bezahlt dafür, dass du ihnen dein Wissen gibst, weil das wollen sie ja offensichtlich, und dass du eben diesen Raum hältst, das ist noch viel wichtiger als der Content, das Wissen, ja, dass du ihnen Austausch und Begegnung ermöglichst.
Und 10% wollen immer mehr. Und das sind die, die dann dein Coaching buchen, das sind die, die auf deine Retreats fahren. Ich habe zum Beispiel in einem Monat auf Ibiza ein Retreat. Ja. Irgendwer will immer mehr. Ja. Und davon kannst du als Coach gut leben. Und es kommt dieses regelmäßige Einkommen rein. Das ist das Wichtige auch. Ja. Und das ist alles, das sind unsere Zukunftswerkstätten, das sind unsere Graswurzelbewegungen, wo wir üben können, wie wir wirklich mit, als Menschen miteinander uns auf gleicher Höhe begegnen. Und wenn es mehr von dem gibt, dann das schwappt über. Ja? Dann wird das immer mehr selbstverständlich, ja? Basisdemokratisch Dinge zu lösen. Sich wirklich auf Augenhöhe zu begegnen und nicht irgendeinem Idioten da quasi vor einem Idioten niederzuknien und dem Opfer zu bringen, weil er dein Guru ist, ja. Und die Opfer bringen ist halt heute irgendwie ein Hochpreis-Coaching für 25.000 Euro oder was weiß ich was. Ja, das ist eigentlich schon Geschichte, das ist eigentlich schon Vergangenheit. Es kommt halt noch nicht so an, aber man darf es weitertragen, indem man es lebt. Ja, also ganz, ganz wichtige und wertvolle Gedanken. Maike, jetzt will ich nochmal ganz kurz zu dir und deinem Business selber springen. Über 100 Online-Kurse, wer kommt zu dir? Was können die bei dir lernen? Dein jüngstes Produkt hast du schon genannt, aber da würde ich auch ganz gern noch ein bisschen mehr erfahren dazu. Magst zu deinem Business und zu dem, wie du konkret unterstützt, noch ein bisschen was erzählen? Ja, gern. Also über 100 Online-Kurse würde ich niemandem empfehlen, ist meine Geschichte nicht nachahmenswert. Aber das ist halt auch, also das ist eben mich, ich bin eine Content-Maschine, sagt eine Freundin zu mir immer, ja. Ich mache das wirklich gerne, ja. Also das ist einfach bei mir auch, weißt du, da kommt halt ganz viel Wissen rein in Form von Büchern, Online-Kursen, sonstiges, dann wird das bei mir da drinnen so verarbeitet und dann tue ich meins raus, das ist dann was Neues, ja. Und das lebe ich, das atme ich. Und das Schöne auch, wenn du jetzt sagst, was gibt's bei mir, das ist ja auch relativ neu, mein Hirnkastel Nummer 2 für alle Leute, die ähnlich ticken, weil wir Coaches sind ja auch wirklich Menschen, die viel Geld für ihre Ausbildung und Weiterbildung ausgeben und immer wieder noch was lernen wollen. Ja. Und ein ganz großes Problem ist, wie kannst du das so gut sammeln und dass es daraus und erst so gut aufbewahren in dir, so gut verarbeiten in dir und dann auch deine eigene Lehre, deine eigene Methode daraus entwickeln. Und das ist mein Hirnkastel Nummer 2. Da geht es darum, Notizen auf eine ganz andere Art zu machen und zu sammeln, indem du sie jetzt schon so verewigst, also nicht einfach irgendwas aufschreiben, was du später nicht mehr findest, was du später nicht mehr verstehst, sondern eine andere Art, dir Notizen zu machen, dass du sie jetzt schon als Nachricht an dein zukünftiges Ich schickst. Und dann hast du immer schon so kleine Lego-Content-Bausteine. Und das geht halt heute ganz hervorragend auch auf Software, das so umzusetzen. Also ich habe meine ganzen Notizen zusammen, die lauter als kleine Atomic Notes, nennt man das, als atomare Notizen sind, die du dann immer wieder neu zusammenstecken kannst und dadurch viel schneller auch guten Content kreieren kannst und den fremden Content immer mehr zu deinem eigenen machen kannst, indem du ihn hast und drauf schaust und da Ähnlichkeiten erkennst, Gegensätze erkennst, all das und dadurch eben nach und nach immer mehr deine eigenen Gedanken entwickelst. Also das ist der Hirnkastel Nummer 2 Kurs, den ich auch als Community führe, ja. Der auch noch auch dieses Jahr erst entstanden ist und jetzt eben ganz neu die Community-Formel, da habe ich jetzt eh schon ein bisschen was gesagt, also meine Leute sind immer Leute, die ihr Wissen in die Welt bringen wollen. Leute, die gerne Wissen sammeln und die das weitergeben möchten, die Menschen helfen wollen, mit ihren Methoden einen guten Weg zu gehen, ja, was auch immer das ist. Ja. Also das sind hauptsächlich Coaches eben, aber Coaches ist so ein bisschen ein allgemeiner Begriff. Es sind genauso Trainer und Speaker und Architekten und Ärzte und alle Menschen, die einfach ein tolles Wissen haben, denen helfe ich, dieses Wissen in die Welt zu tragen und dabei eben ein gutes, passives Einkommen zu generieren und wirklich gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden als Experten. Also das heißt einmal wirklich, wie baue ich ein Online, wenn man wirklich von der Basis her geht, wie baue ich eigentlich so einen Online-Kurs überhaupt auf? Wie muss ich denn das tun? Wie strukturiere ich vielleicht sogar mein Wissen? Weil das ist ja nicht nur, also ich glaube sogar, es ist nicht nur für Selbstständige, wie wir jetzt sind, interessant, sondern ich glaube, es wird auch interessant werden für Unternehmen, die, was weiß ich, Selbstlernkurse machen könnten dazu, nicht wahr? Und
die eben ihr Wissen niederschwellig schon mal ihren Kunden zur Verfügung stellen könnten als Service? Da gibt es ganz viel. Da habe ich erst neulich einen getroffen, der da sehr viel auch schon mit KI macht. Der langweilige Manuals, die die Mitarbeiter haben müssen oder so, einfach in die KI einfüttert. Und heute mit dem, das ist ja gigantisch, was da alles ist, ja. Sagen wir mal so die Kreise, so wo wir uns auch kennen, also wo wir uns bewegen, da hat ja heute jeder schon einen Online-Kurs. Also das Thema Online-Kurs erstellen, das ist heute überhaupt keine Frage mehr. Ne? Das Thema ist, also ich sage so, dieser typische Dialog, den ich immer wieder führe, hey, du bist die Online-Kurs-Queen, oder? Ja? Wenn ich dann sage, ja, ich habe schon einen Online-Kurs. Und wenn ich dann sage, und, wie geht's dir damit? Na, verkauft habe ich noch nicht, ja. Also das ist so ungefähr immer dieser Dialog, den ich führe, ja. Also das heißt, heute hat wirklich jeder Coach und Trainer schon einen Online-Kurs, weil das ist eben dieses klassische Eisbergmodell, ja, wo da oben diese Spitze, die rausschaut, das ist den Kurs erstellen, ja, und auf irgendeiner Plattform laden, dass man ihn automatisiert runterladen kann. Das ist das, was die Leute sehen, das ist das, was sie kapieren, was heute auch wirklich deppensicher, kann man sagen, einfach zu machen ist. Ja. Aber wir wissen, Eisberg ist nur ein Siebtel oder ein Achtel, was auch immer, das rausschaut. Der Rest ist verborgen. Und der Rest nennt sich Marketing, der Rest nennt sich Launching, ja. Der Rest nennt sich gutes Copywriting und das alles. Ja. Also, weil nur weil du einen guten, du kannst den besten Kurs der Welt haben, ja, nur wenn du einen guten Kurs hast, ja, ist leider noch gar nichts getan. Und einfach nur einen Menübutton zu machen und zu sagen, Online-Kurs und zu glauben, die Leute kommen jetzt und kaufen ihn, das ist halt leider ein großer Irrglaube. Ja. Und deswegen, Online-Kurse ist so vieles, ja. Und ich sage meinen Leuten schon seit vielen Jahren, macht es lieber ein Abo und nicht einen Kurs. Ja. Und was ich noch viel besser finde und worum es jetzt eben auch in der Community-Formel ganz stark geht, das ist einfach das, nehmt die Leute mit dabei. Ja. Weil das passiert eben auch, die meisten Leute sagen, ich weiß eh schon, was meine Leute wollen. Und dann machen es irgendein Online-Kurs, von dem sie glauben zu wissen, was die Leute haben wollen, ja, aber sie wissen es nicht genau und dann ist das ein Rohrkrepierer, weil das eigentlich gar niemand haben wollte. Niemand möchte mit Wissen beworfen werden, was die Menschen wirklich haben wollen, sind Lösungen zu ihren Problemen. Und einen Kurs anschauen ist eine Sache, ja, aber in Umsetzen, wirklich den Weg zu gehen, das ist das viel Schwierigere, ja, und wenn du da Menschen hast, die genau den gleichen Weg gehen, wenn du deine Community hast, ja, dann fühlst du dich als Kursteilnehmer viel, viel wohler. Und das Schöne ist, als Kurserstellerin hast du viel weniger Arbeit. Du musst nicht so viel Support, du brauchst nicht so viel Team. Wenn du sagst, Leute, sprecht miteinander drüber, tauscht euch aus. Das funktioniert aber nicht von allein, weil die meisten Menschen Community als Wüste erleben. Und wenn man den meisten Facebook-Gruppen und sonstiges ja nicht einmal sprechen darf, da hast du die Maulschelle an, ja. Da sagt die Gruppenownerin sagt dann irgendwie sowas, Leute, ihr dürft nur unter meinen Posts kommentieren und das nur am Donnerstag oder sowas. Und das sind die Menschen gewohnt. Ja, und deswegen, wenn du eine Community wirklich aufbauen möchtest, wo das anders ist, dann funktioniert das nicht einfach, dass du sagst, Leute, redet euch zusammen, sondern da musst du einmal viel Saat sehen, da musst du viel Kultur prägen, ja, damit die Leute verstehen, hier darf gesprochen werden, hier ist das gewünscht, hier ist das wirklich üblich, ja. Seth Godin sagt immer, people like us do things like that, ja, das ist eine Kultur prägen. Also das heißt, irgendwann funktioniert es, aber bis das funktioniert, da geht es darum, dass du den Leuten wirklich zeigst, hey, ihr dürft sie euch hier austauschen. Ja? Und du musst Sachen anbieten in deiner Community, Anlässe, ja? Gesprächsanlässe, Austauschanlässe. Und genau um das geht es in meiner Community-Formel. Ja? Wie man einfach auf eine ganz andere Art heute Content so bringt, dass die Leute es wirklich nicht nur verstehen, sondern auch umsetzen, ja, und dass du auf der anderen Seite ein gutes passives Einkommen davon hast. Und das sind eben Community-basierte Online-Kurs-Abos, so wie ich das in der Community-Formel beibringe. Es gibt auch im Online-Business diesen Spruch, they come for the content, they stay for the community. Ja. Und genau so funktioniert. Du kannst nicht sagen, Leute, kommt, wir machen uns eine Community und 50 oder 100 Euro im Monat verlangen. Ja. Weil okay, kostenlos schaue ich mir das an, aber warum soll ich bitte 100 Euro zahlen, wenn ich einfach nur damit ich mit Leuten reden kann? Das verstehen sie nicht. Ja? Also das heißt, sie kommen, weil du sagst, Leute, ich gebe euch hier den roten Faden, wie ihr irgendwas löst, dein Coaching-Thema. Ja? Also das heißt, die müssen mal den Content haben, das verstehen sie. Ja? Aber dann sollen sie nicht einfach nur den Content, ja, so.
Du hörst mich auch nicht mehr. Kannst du dich mal entmuten? Ich glaube, ich habe da irgendwo hingedrückt. Kannst du dich entmuten? Ich kann es, glaube ich, irgendwie nicht. Siehst du das zufällig? Ja, hörst du mich jetzt auch? Ah, jetzt höre ich dich wieder. Ja. Okay, ich müsste niesen und dachte mal, ich mache mich leise, damit man das nicht hört. Jetzt habe ich dich leise gestellt. Weiß jetzt aber nicht, ob es trotzdem drauf ist. Ich sehe eine Tonspur, muss ich sagen. Ja, ja, dann hat das bloß mit mir zu tun gehabt. Also, dann weiß ich auf alle Fälle, wo der Arthur ungefähr schneiden muss. Gut. Okay, warst du fertig? Muss ich noch irgendwas dazwischen? Nein, also das Letzte, was ich gesagt habe, ich sage es einfach nochmal. Im Online-Business gibt es einen wesentlichen Spruch, der heißt, they come for the content, they stay for the community. Also das heißt, wenn du einfach sagst, Leute, kommt, wir haben hier eine Community zum Thema XY, wird das auf bezahlter Basis nicht funktionieren. Kostenlos schauen Sie sich das an, aber auf bezahlter Basis, niemand zahlt dann Hunderter dafür, dass wir treffen uns hier. Ja? Das heißt, sie kommen, weil du ihnen sagst, ich gebe dir den roten Faden zum Thema XY. Ja? Und den wollen sie haben. Aber was die Leute meistens glauben, sie müssen sich nur den Kurs anschauen und dann haben sie das Wissen. Aber die meisten Menschen sind eben, ja, sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Es geht immer um die Umsetzung. Und wenn sie da dann merken, hey, hier bin ich nicht allein, hier sind lauter Leute, die den gleichen Weg gehen, dann bleiben sie. Ja? Und das ist eben genau das. Also du holst sie rein über den Content und dann zeigst du ihnen, hey, bei uns funktioniert Community ganz anders. Hier ist es wirklich fein zu bleiben. Und dann bleiben sie auch. Ja. Und ich habe eine Bleiberate in meinen Communities von über einem Jahr. Ja, also das heißt, letztendlich das Ganze ist viel niedriger, schwelliger, dadurch brauchst du auch nicht so viel Marketing. Also das heißt, du brauchst nicht, wenn du einen Kurs für 1.000 Euro verkaufst, dann brauchst du Launching, dann brauchst du einen großen Marketingaufwand. Ja. Wenn du eine Community für 50 oder 100 Euro im Monat hergibst, da ist das Risiko nicht groß, dass sie sagen, nein, okay, das schaue ich mir jetzt einmal an, wenn ich jeden Monat rausgehen kann, ja, schlimmstenfalls gehe ich wieder, dann habe ich halt einen 100er ins Sand gesetzt. Ja. Und dann überzeugst du sie mit deinem Content und sie merken plötzlich, Community ist wirklich was Feines und hier sind lauter Leute, die ticken wie ich und die gleichen Ziele haben wie ich und hier möchte ich bleiben. Okay, und das heißt, das machst du dann nicht jetzt auf Social-Media-Plattformen, sondern einer eigenen Community-Plattform. Genau, also das ist ja jetzt, also ich mache das schon seit über einem Jahrzehnt, ja. Und ich habe das, also ich meine, ich habe mir früher natürlich auch einfach für den Chat, habe ich mir halt eine Facebook-Gruppe normalerweise genommen, die halt extra nur für diese Leute waren, die dafür gezahlt haben, ja. Aber wir haben uns auch regelmäßig auf Zoom getroffen und so weiter. Also es hat Padlet, was auch immer. Ich habe viele verschiedene Tools verwendet für das, was ich gerade gebraucht habe. Miro, alles Mögliche, habe ich alles getestet. Was jetzt halt gerade den großen Unterschied macht, das ist School. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, wo das schreibt man mit S-K-O-O-L, ja. Also nicht, okay, wie man sonst School schreibt, ja. Das ist eine ganz neue Art von Community Plattform. Ich möchte aber jetzt gar keine Werbung für School machen, die sind nur die Vorreiter. Ich weiß, es gibt schon im amerikanischen Raum gibt's einige Nachmacher, wie Fans Only und Circle und wie die alle heißen. Und ich weiß definitiv von mindestens 3 Leuten, die im deutschsprachigen Raum gerade sowas bauen. Ja? Also das heißt, School war jetzt der Vorreiter. Ja? Die sind einfach, da ist die Kommunikation, ja, ist wieder viel mehr, geht wieder in Richtung Foren zurück, aber halt auf moderne Art und Weise, wie man das heute macht, ja. Also, dass es Threads gibt, dass es eine gute Suchfunktion gibt, die es ja auf Facebook nicht gibt. Aber School macht noch viel mehr. Sie haben vor allem einen starken Gamification-Faktor, ja. Also, das heißt, du kannst, also es ist gamified, heißt einfach, dieses Spiele, also dieses Dopamin, diese Blasen, die da aufpoppen und so. Also es ist ganz einfach, du hast Level. Also das ist wie die Gürtel beim Judo, das sind wie die Stars and Stripes beim General. Ja? Also das heißt, die Leute sind in einem Level, wo dann immer auch oben steht, ich bin Level 4, dann steht überall der Vierer dabei. Ja. Und du kannst auch levelweise Boni freischalten, also dass die Leute erst ab einem gewissen Level halt bestimmte Sachen bekommen. Und in die Level, das ist ganz watschen einfach, kommst du rein, also du sammelst Punkte, und das ist sehr exponentiell, ja,
für das Level 2 brauchst du nur 5 Punkte, aber fürs Level 9 brauchst du dann 33.000 Punkte. Und dazwischen geht es halt so immer steiler. Ja? Und wie kriegst du die Punkte? Indem deine Beiträge geliked werden, deine Beiträge und deine Kommentare. Also das heißt, du musst der Community von Nutzen sein, umso mehr Likes du bekommst für das, was du in der Community machst, also aktiv machst als Teilnehmer, Teilnehmerin. Ja. Also das heißt, jemand, der viele Punkte hat, ist der dieser Community sehr von Nutzen, ja, oder bringt viele Beiträge oder was auch immer. Und da wird ja durch ganz einfach, durch diese einfache Gamification wird halt gefördert, dass die Leute schauen, wie kann ich der Community von Nutzen sein. Das ist dieses Revolutionäre, was Skool vor 1,5 Jahren jetzt ungefähr in die Online-Welt gebracht hat, was viele schon nachbauen, aber was ich festgestellt habe, mir haben ja deutschsprachige Leute auch versprochen, ja, ich mache das eh gerade auch. Ich habe deswegen nicht gleich zugegriffen bei Skool, weil ich habe vor 1,5 Jahren, wie es rauskommen ist, schon dieses große Potenzial gesehen. Ich weiß aber auch, viele Leute haben große Angst vor englischen Oberflächen und Sonstiges, ja. Deswegen habe ich länger zugewartet und irgendwann habe ich aufgehört zuzuwarten, weil ich festgestellt habe, es dauert offensichtlich doch verdammt lang, auch nur Skool nachzubauen. Ja? Weil es sind die alle, die mal das gesagt haben, sie haben das demnächst, sind noch immer nicht so weit. Ich bin mir sicher, in 1-2 Jahren reden wir darüber ganz anders. Ja? Aber im Moment ist Skool einfach der Vorreiter. Und weißt du, es ist ja auch, Skool hat schon so ein tolles Google-Ranking auch und so. Wenn du deine Community auf Skool hast, du wirst halt einfach, du wirst auf Google mittlerweile ganz oben gelistet. Also das heißt, in 2 Jahren wird das ganz anders ausschauen von der Landschaft, dann werde ich vielleicht auch gar nicht mehr auf Skool sein, da wird es viele deutschsprachige Plattformen geben, die das auch leisten. Ja. Aber im Moment ist es halt einfach Skool. Von dem her, es ist einfach eine neue Art, wie du Community betreiben kannst, die sich sicher sehr bald sehr stark ändern wird von den Anbietern her, aber im Moment ist es Skool. Von dem her möchte ich keine Werbung dafür machen, aber im Moment zeige ich es auch auf Skool. Ja, okay. Also gibt es wirklich spannende Instrumente. Es wird noch mehr geben, um das, was du uns jetzt gerade näher gebracht hast, wirklich auch umzusetzen für seine Community. Und da hilfst du dabei mit deinen Kursen, Community wiederum, damit das quasi zum Laufen kommt. Bei mir geht es immer darum, das Wissen in die Welt zu bringen und vor allem aufzuhören zu glauben, dass du dafür zehntausende Leute brauchst, dass du einen wahnsinnigen Social-Media-Aufwand betreiben musst und Sonstiges. Ja. Sondern es geht um klein und fein, aber dann Leute, die dir wirklich am Herzen liegen und denen du wirklich am Herzen liegst. Und dann mehr brauchst du als Coach nicht. Ja? Also dann hast du wirklich gut ausgesorgt und ich denke auch, das ist das, was wir eigentlich wollen. Das andere wird uns ja nur eingeredet, dieses wir brauchen viele. Ja? Und das ist, weißt du, das macht einen so atemlos. Ja? Und dann ist so viel Zeit in irgendwelche Scheinwelten investiert. Also meine Tendenz ist, jeden Tag noch mehr ich selbst zu sein und nicht noch jeden Tag noch mehr eine Kunstfigur zu kreieren. Ja? Und ich glaube, das wollen viele Coaches, also zumindest meine Leute, sind auf dieser Wellenlänge. Es gibt ja viele Leute, die alles Mögliche wollen von Online-Kursen, also einfach nur das schnelle Geld machen. Aber ich weiß, meine Leute, die haben wirklich was zu sagen und die wollen was sagen. Und ihr großer Schmerz ist, dass sie kein Publikum haben, dass sie kaum Leute finden und deswegen auch von ihrem Coaching kaum leben können. Und das ist der große Schmerz von meinen Leuten, dass sie so tolle Methoden haben, die sie einfach viel mehr Menschen rüberbringen wollen. Ja. Das ist eigentlich schon fast ein richtig schönes Schlusswort, um zu sagen, man braucht eigentlich nur eine kleine, feine Community und Menschen, die das denken, was du denkst und das wollen, was du willst. Eine letzte Frage, Maike. Welchen Blick hast du persönlich auf die Zukunft von Europa? Also ich denke, die Probleme werden immer komplexer und es gibt keine einfachen Lösungen, ja, und vor allem keine nationalen Lösungen. Also ich glaube, Europa muss auf jeden Fall enger zusammenrücken. Ja. Also jetzt sind gerade so viele Tendenzen, sich da irgendwo zu separieren. Und ich glaube, wir sollten es eigentlich auch nicht nur als Europäer sehen, sondern als Welt sehen, weil letztendlich betrifft es uns alles immer als Welt. Ja? Und wir sind alle Weltenbürger und ich bin gegen das Mauernbauen und gegen das Ausgrenzen. Ja?
man sieht das Globale, also ich denke mal heute, diese ganzen Flüchtlingsströme, alle, so viele Probleme, die wir sehen, die sind zum Großteil vor 200, 300 Jahren entstanden mit der ganzen Kolonialisierung, dass Leute ausgezogen sind und Menschen was weggenommen haben. Ja, und heute können die da nicht mehr leben und deswegen kommen sie her und jetzt sagen wir, jetzt wollen wir euch nicht haben und so. Ich meine, es gibt momentan große Probleme dadurch und die sind natürlich schlimm, wenn ich denke, meine Tochter als Lehrerin, da stellen sie plötzlich Container in den Garten und haben da die ganzen Nachzugs, also den Familienanschluss, plötzlich sind da lauter Kinder aus Afghanistan und Syrien, die kein Wort Deutsch können und sonstiges. Natürlich, das sind jetzt alles riesengroße Probleme, aber die haben ihre Wurzeln genau in dem, dass wir meins und deins vor 200, 300 Jahren irgendwo komisch gelöst haben und heute schlägt es halt zurück. Also ich glaube, es gibt keine nationalen Lösungen. Ja? Egal, auch da alles, was mit der Umwelt und alles betrifft. Ja. Wir sind alle Weltenbürger und das ist schön gesagt und es ist nicht einfach, das zu lösen, aber die Lösung liegt für mich sicher nicht in dem Trennen und in dem sich gegenseitig bekriegen und so weiter, ja? Sondern in dem, dass wir uns immer mehr einfach als eine Gemeinsamkeit sehen. Was ist dein Appell, so dein Schlussappell für heute? Mein Schlussappell, ach, letztendlich wünsche ich mir einfach, dass alle Menschen ihr Potenzial leben können und das geht halt nur im Frieden. Also ich denke, wir sind so wahnsinnig privilegiert, dass auch die, denen es gar nicht so gut geht, auch mir damals, wie ich in all den Schulden war, habe ich trotzdem so ein privilegiertes Leben geführt, ja. Also ich denke, ich habe gestern, habe ich arm, wollte ich irgendwas eben, die Coaches, die arm sind, die eben nicht davon leben können von ihrem Coaching, habe ich das in eine Bildersuche eingegeben und dann sehe ich lauter hungernde Kinder und dann denke ich mal, unser Arm ist trotzdem noch so 10-mal reich. Ja? Ja. Und so viele Leute sind so unglücklich mit dem, wo sie sind. Ja? Und, das stimmt. Ja. Also sich dessen immer mal wieder bewusst werden, wie gut es uns eigentlich geht. Und was draus machen. Ja. Was draus machen und manchmal täte auch ein Ehrenamt eine gute Idee sein, wenn ich das in mein Leben ergänze und damit mein Herz ein Stück weit fülle. Also und ansonsten wirklich sich das zum Auftrag machen, Menschen zu helfen. Und ich glaube, das kann jeder. Ja, nicht reflektieren, sondern tun. So klein es auch sein möchte. Wie gesagt, wenn jeder vor der eigenen Türe kehrt, ist die Welt überall gekehrt, ganz genau. Kenne ich auch aus dem Lola-Prinzip. Ja. Sehr schön. Liebe Maike, ich danke dir sakrisch für dieses sehr runde Gespräch. Jetzt haben wir fast eine Stunde gemacht, aber wenn es lacht, lacht es, gell, heißt es schon. Also ich danke dir für die ganz, ganz vielen Insights, für das Gespräch, für die vielen Aspekte, die du uns geschenkt hast. Schön, dass du heute bei mir im Podcast warst. Ja, danke für deine Einladung, liebe Silvia. Sehr, sehr gerne. Liebe Zukunftspower, was gebe ich jetzt euch diesmal mit? Also ich mag den Satz von Maike, den sie am Anfang mal gesagt hat, how did I create this? Oder how will I create this, was ich haben will? Mhm. Und mehr zum Umsetzer werden, mit Baby Steps zum Ziel, kleine Schritte raus aus der Komfortzone und sich trauen und sich selbst ermächtigen und dann leben wir unser volles Potenzial oder kommen zumindest dazu. In diesem Sinne, danke, dass du auch bis zum Ende zugehört hast und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.